Mit einem Rakel, einem Malgerät, das er selbst entworfen hat, verteilt Gerhard Richter die Farben. Kratzt sie wieder weg, schafft neue Strukturen. Immer wieder der gleiche Ablauf. Der Zufall ist Teil des Schaffensprozesses. Nun starten wir in die Praxis. Als erstes legen wir den Boden mit Zeitungspapier aus. Darüber kommt das Papier. Da wir heute mehrere Techniken zeigen, haben wir es mit einem Klebeband abgesteckt. Wir brauchen heute Acrylfarbe. Da wir uns heute in Anlehnung an Gerhard Richter Techniken zeigen möchten, haben wir verschiedene Sachen ausgewählt. Zum einen in Anlehnung an den Rakel ein Stück Holz. Da wir weitere Techniken auch betrachten möchten, können wir einmal einen Spachtel nutzen oder auch einen Teigschaber. Des Weiteren ist es möglich, wenn der Untergrund bereits mit einem Rakel bearbeitet ist, mit einem Pinsel und Wasser das Bild zu bearbeiten. Wir werden uns die verschiedenen Variationen des Rakels nachher ansehen. Jetzt habe ich die Farben hingestellt, mit denen ich arbeiten möchte. Du musst mutig sein. Fängst einfach mit einer Farbe an, überlegst dir, wo möchtest du einen Klecks machen und lässt der Farbe freien Lauf. Du kannst verschiedene Farben auswählen und sie auf dem Blatt platzieren. Damit es spannend wird, solltest du dir schon verschiedene Farben aussuchen, damit später auch verschiedene Farbverläufe entstehen können. Wenn du alle Farben gebraucht hast, die du benutzen möchtest, kommt jetzt der Rakel ins Spiel. Du kannst dir überlegen, mit welcher Richtung du beginnen möchtest. Setzt an und ziehst über die Farben. Du kannst auch die Richtung wechseln. Damit mehrere Schichten entstehen, setzt du den Rakel immer wieder vom Neuen an. Du gehst so oft drüber, wie du möchtest. Es ist dein Bild. Du entscheidest, wie viele Verläufe es haben soll. Um einen Ausgangspunkt für das Bild zu schaffen, habe ich es wieder mit dem Rakel bearbeitet. Nun gehe ich mit dem Teigschaber in das Bild. Der Teigschaber hat zwei Seiten. Zuerst teste ich die mit den größeren Zacken. Du kannst einfach reingehen, Muster erzeugen oder wild hin und her gehen. Auch hier musst du wieder mutig sein. Nun teste ich die andere Seite.
Es ist wieder deine Entscheidung, wann du aufhörst. Der nächste Ausgangspunkt für die Variation mit dem Spachtel ist geschaffen. Ich nehme nun einen Spachtel und gehe in das Bild. Hier ist es spannend zu überlegen, welche Richtung man einschlägt. Und was zum Vorschein kommt oder was neu überdeckt wird. Du entscheidest wieder über den Schlusspunkt des Bildes. Ein weiterer Bilduntergrund mit dem Rakel. Dieses Mal sind extra etwas mehr weiße Flächen zu sehen, da ich jetzt mit etwas Wasser Übergänge verwischen werde mit dem Pinsel. So entstehen leicht durchschimmernde Flächen. Es hat also einen lasierenden Eindruck teilweise. Du kannst dir auch nur kleine, ausgewählte Stellen aussuchen, mit denen du Übergänge schaffst. So hebt sich oder so heben sich die Flächen mehr von den anderen. Man kann auch das Wasser in das Bild laufen lassen oder verwischen. Wenn das Bild nicht fest ist, kannst du es auch heben, um so das Wasser in verschiedene Richtungen laufen zu lassen. Zur Erinnerung, du hast 4 Variationen der Rakeltechnik kennengelernt. Zuerst, in der ein Stück Holz als Rakel gedient hat. Bei der zweiten Variation bist du in das gerakelte Bild mit einem Teigschaber gegangen, um Muster und spannende Verläufe und Schabungen zu erzeugen. In der dritten Variation hast du das gerakelte Bild mit einem Spachtel bearbeitet.
Und zuletzt bist du beim gerakelten Bild mit einem Pinsel reingegangen, um mit Wasser sanfte Verläufe zwischen den Farben zu erzeugen. Jetzt musst du entscheiden, welche der Techniken dir besonders gut gefallen hat. Oder du kannst auch experimentieren und verschiedene Techniken miteinander verbinden. Entscheide dich, welche Werkmittel du benutzen möchtest und welche vielleicht sich gut miteinander kombinieren lassen. Ich hoffe, dein Experimentiergeist ist geweckt.